Ja, ich hole mir mal ein paar Schäfchen. Hallo. Können wir so eine kleine Schafzucht. Da oben ist auch eine Höhle, da wollten wir auch noch rein. Da hinten schwebt was in der Luft. Da oben ist auch noch ein Baum. Da oben waren noch die Evil Chicken. Das nächste Schaf wartet schon auf uns. Irgendwo hier war auch Kohle in der Wand. Ja, da oben. Ich weiß das eigentlich gar nicht, ob ihr nachts auch noch was sehen könnt. Das hinten wäre ein Enderman, aber es ist ja so eine Tulpe. Tulpe oder keine Ahnung, was das ist. Hier, ich mach dir mal das Wasser zu. Ist auch noch Kohle. Uns überrascht hier nicht gleich so ein Creeper-Mann oder irgendwie sowas. Hallo? Ohne Fackeln ist immer eine schlechte Idee. Okay. Machen wir später. Was heißt? Nee. Leider. Ich bin gerade so auf der Suche nach Eisen. Eisen bräuchte man jetzt. Ich hoffe, es kommt nicht so. Psst, kommt gerade überhaupt nicht. Okay. So, es wird schon Nacht. Ich baue hier mal kurz die Kohle ab. Oh nee. Ich gehe erstmal pufen. Dann machen wir es. Hallo? Ja. Wie man jetzt da hinten sieht, da hinten leuchtet es auch. Also da würde ich, wenn dann auch noch das andere, also die andere Hütte reinbauen. Oder halt eben irgendwo da oben drauf. Oder jetzt kann man auf der Schüssel. Ich höre es schon. Wo bist du? Ich höre die Männer da schon. Ich höre da schon Spider-Man. Schnell rein, schnell rein. Wollte ich noch irgendwie so ein Creeper-Mann über rasch über mich Nachbar aufbleiben? Ich glaube, wir haben mal ein bisschen Experience und bleiben mal eine Nacht auf. Solange wir keinem Creeper begegnen oder anderem Viehzeug. Ich sollte mal Fackeln machen. Irgendwas ist gerade mit der Maus los, ich weiß auch nicht. Unten waren wir auch schon. Das war ja auch so eine Fake-Höhle. Ja, schwupps, weiter geht's nicht. Vielleicht auch mal ein bisschen Gravel abbauen. Hier war auch Kohle unten drin, da sieht man mal, wie viel. Also Kohle haben wir im Überfluss. Also, dagegen habe ich nichts zu sagen, aber gegen Kohle dabei, ja, zwei. Ich mache mir jetzt mal Fackeln. Gehen wir mal kurz auf Höhlenerkundungstour. Für den Anfang. Ne, ich nehme mal das weg. So. Hallo? Hallo? Okay, immer ist ja nichts. Ich habe hier oben was gesehen, aber nein. Ein bisschen ausleuchten. Ich habe auch gerade einen Zombie gehört. Irgendwie so ein bisschen ausleuchten. Da sind die Fackeln ja schon wieder weg, aber wir kriegen ja gleich neue. Der Kohle, die wir hier jetzt abbauen. Hoffen wir treffen hier gleich mal auf Eisen. Also Eisen brauchen wir unbedingt mal. Ja, ich habe gerade ein bisschen Schnupfen. So, noch ein tiefer oder ist noch mehr? Also Kohle haben wir hier massig. Also das will ich nicht beschweren, dass wir nicht genug Kohle haben. Hier ist wahrscheinlich auch schon so, wir kommen wahrscheinlich auch bald die nächste. Ey, du hast da Kohle übersehen. Ja, aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Und mit Rommel Kohle. Kohle. Ich habe Kohle gesagt, oder? Habe ich Kohle gesagt? Ich meine natürlich Kohle. Ich bin auf Kohle. Aber zu viel brauchen wir auch nicht. Also. Und wenn wir jetzt auch so eine Erdspalte finden, dann haben wir da auch ordentlich Kohle und Eisen. Das wäre natürlich dann schon mal Besseres. Jetzt mal die nächsten 8.
Demnächst kann ich auch mal ein anderes, hab schon darüber geredet, ne? Ein anderes Texture-Pack. Machen wir mal eine kleine Höhlenerkundung die Nacht jetzt über. Solange wir auf keinen Creeper treffen. Hallo? Ja, das gibt's ja wohl nicht. Das gibt's ja echt nicht. Schon wieder Schluss. Egal, dann können wir uns jetzt wenigstens mal die Kohle abbauen. Na, die Hacke geht auch gleich zum Schrotthaufen. Das heißt, sobald wir den jetzt abgebaut haben. Oh, noch hält's ein bisschen. Weil hier ist gleich Schrott. Und schon ist er weg. Und ich habe natürlich keine Crafting Box dabei. Nein, warum sollte ich die auch mitnehmen? Egal, dann gehen wir jetzt raus und gucken mal, ob wir ein bisschen. Oh ja, haben wir schon gleich Skeletto. Yeah! Komm, die hau ab. Danke. Thank you for your experience. Sonst noch irgendwo was? Oh, es hängt da oben wirklich in der Luft. Dann haben wir noch Zuckerrohr, dann haben wir wieder ein Skeleton. Skeleton. Gucken wir mal, da unten. Nee, oh, da unten. Nein. Creeper. Spinne. Noch ein Creeper. Ich hoffe, hier oben wartet sich auch noch ein Creeper auf uns. Nein. 1, 2, 3. 3 Stück nur. Nur. Die Beton liegt auf nur. Egal. Ich gehe jetzt pofen. Am Mitternacht. Schon genug gezockt. Und jetzt gehen wir mal pofen. Genau. Und ich sollte mal schnell gucken, ob ich noch ein paar Saplings da habe. Jawohl. Alter, sind die Ziegen genauer geworden oder was? Da habe ich gerade ein Problem. Ne? So. Ich muss im Ding auch bald meine Rüstung machen, deswegen will ich auch ein paar Kühe holen. Dass wir uns eine schöne Rüstung machen können. So, ganz kurz mal gucken, erstmal kurz speichern, mal gucken, wie lange nehme ich jetzt schon auf. Oh, fast, warte mal, fast nur eine Stunde. Jo, was tust du denn hier? Ja, genau der gleiche Ansicht bin ich auch, und jetzt hau ab. Hallo? So, mal gucken, vielleicht finden wir noch einen Ender. Ender. Ender sind cool. Und mal Enderperlen. Also wenn wir auf weiter Reisen gehen, sollten wir mal schon eine Enderperle mitnehmen. Jawohl. Komm her. Wie, du explodierst mir hier. Jawohl. Würde ich theoretisch hingehen, wenn diese beiden Bogenschützen da nicht wären. Weil die sind nämlich gar nicht mal so schlimm. Da unten haben wir auch noch eine Höhle. Ja, die ganze Creeper ist das auch noch eine Höhle. Und Wasser. Hallo, seht ihr mich? Nee. Ich glaube, ich will auch mal einen Bogen machen. Die hatte ich auch noch. Da brauchen wir aber noch einmal Seide. Die haben wir leider noch nicht. Auf der Suche nach Creeper. Siehst du mich? Ja. Zweimal Schwarzpulver. Können wir schon bald unser erstes TNT machen. Das wäre ja was, ne? Erstes TNT. Haben wir Saplings? Ja. Und ein Apfel. Das sieht doch erstmal gerade echt richtig gut aus. So, einen Stein bauen wir schön zaghaft. Und schön mit Gefühl. Und wir nicht zerquetschen. Bauen wir hier mal das ab. So, dann hängt schon die Sonne auf und wir können hier ordentlich ernten. Habe ich jetzt eigentlich immer nicht gemacht. Siehst du, nur wenn ich drauf... Ich dachte, wenn ich drauf springe, geht es kaputt. Ist ja auch gut, das fließt alles nach vorne. Das konnte man vielleicht sogar auch noch... Vielleicht sogar auch noch was draus machen. War das noch nicht reif oder was? Shit. Ja, wenn man da nämlich drauf springt, dann
gehen die Dinger kaputt. Und ja. Es ist eigentlich scheiße. Haben wir jetzt 14. Jetzt machen wir uns mal ein bisschen Brot. Zwei bleiben übrig, die nehmen wir natürlich mit. Davon kann man später auch noch mal so ein paar. So, dann gucken wir mal. Den 60er Stack nehme ich mal mit. Obwohl, brauchen wir nicht. Alles rein hier, das ganze Holz. Eisen nehme ich mit. Wolle kann ich hier lassen. Den Saplings werde ich auch, den nehme ich auch nicht mit. Erde brauchen wir unbedingt. Das letzte nehme ich nicht mit. Pfeile kann auch hier bleiben. Kürbisse auch. Kohle nehme ich vollständig mit. Glas ne, brauchen wir nicht. Knochen lasse ich auch mal hier. Muss man theoretisch Bohnen machen. Nee, ich lasse das jetzt erstmal. Rechne gerade schon wieder. Das Schwarzpulver kann ich auch hier lassen. Sand brauchen wir auch nicht. Obwohl es nämlich vollständig mal mit, wer weiß, wofür wir es brauchen. So, ich glaube, aber die kann ich hier lassen. Davon will ich ja mal kurz was machen. Dafür nehme ich mir nochmal die Hälfte davon. Was soll ich jetzt nochmal machen? Ach genau, stimmt. Wahrscheinlich gar nicht so viel, zu viel gemacht. Eine Truhe. Und zwar kommt die hier hinten hin. Wo stellen wir sie denn mal hin? Ich bin nicht Platz hier. Ich kann noch ein bisschen gravieren. Kann ich mir auch schon so einen schönen Weg machen. Dann stehe ich jetzt mal hier in die Tür. Da. Ich sehe mal sogar auch rein und die auch. So, den nehme ich nicht mit. Also eigentlich ist das erste, was ich hier. Ah, den wollte ich mitnehmen. Chips. So, das soll's gewesen sein. Dann geht's jetzt los. Ich mache nochmal. Ich mache mir nochmal eine Spitzhacke. Ein bisschen gleich zwei. Nur von jedem jetzt erstmal gleich zwei. Ja, nochmal ein Schwert. Eine Axt. Und eine Schaufel. Oh, hier klingelt gerade das Telefon. Ganz kurz, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ja, kleinere Unebenheiten gerade ausgebessert mit meiner Mutter. Aber nichts Schlimmes. So, schaut einmal auch. Ich soll wieder Eisen holen. Hätte ich jetzt auch aus Eisen machen können. Egal. Jo, so. Wie lange habe ich jetzt? Genau. Also knapp eine Stunde habe ich jetzt. Ja, ich glaube, so eine Viertelstunde werden wir noch machen. Weil ich mir ganz so viel Zeit habe. Dann werde ich meine Aufnahmepause machen. Und damit ich das vielleicht heute noch die erste Folge noch hochladen kann. Aber egal, jetzt gehen wir erstmal los. Ich habe noch ein bisschen Wolle mitnehmen müssen. Können. Egal, nicht laufen. Jetzt mal das Schwert in der Hand. Wir gehen da jetzt mal hin. Da hinten ist. Schon die ersten Birken. Ich hoffe, wir sehen da auch mal Tiere außer Schafen. Zwei Wochen kann ich ja schon fast schon wieder mitmachen. Schon setzt die Musik wieder ein. Wunderschön. Ist aber auch schick hier. Nur keine Tiere. Ich hab ganz Zombie gehört. Irgendwo hier unten ist wieder eine Höhle. Wie so ein Mutantenbaum.
Oh. Oh, Eisen.